Gangartner Künstlerin, weil Kunst ist oft ein einsames Hobby. Ich habe auch Leistungssport gemacht, da hast du viel Kontakt mit anderen Leuten. Bei der Kunst sitzt du meistens alleine daheim, malst vor dich hin in deinem stillen Kämmerchen. Und Artnet gibt mir die Möglichkeit, eben abends mit Leuten zu interagieren. Ich lerne so viele kreative Köpfe kennen, egal ob die schon mal gemalt haben, noch nie gemalt haben. Und es ist einfach so richtig cool, dass ich halt da rauskomme und ich kriege auch Inspiration. Ja? Wenn ich selber daheim male, dann muss ich oft auch Google belästigen, um Inspiration zu bekommen. Oder muss in eine Galerie gehen, was auch super cool ist. Aber hier ist es einfach so cool, du hast immer einen Pool von 25 Leuten, wo du einfach so viel Inspiration, freundliche Gesichter hast und tauscht auch nachher Nummern aus. Und für mich ist es auch ganz noch wichtig, das ist meine Offline-Zeit von Gadgets. Okay? Das beachten wir, glaube ich, in unserer heutigen Zeit nicht oft genug. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche sitzt mittlerweile 10 Stunden vor irgendwelchen Screens. Es ist super, super wichtig, dass wir uns da auch eine Auszeit nehmen. Und das ist auch das, was mich motiviert, Artnet-Künstler zu sein, weil ich eben Leuten zeige, dass sie auch mal 2 Stunden abends ohne ihre Gadgets auskommen.